und herzlich willkommen zu Tag 7 im Trainingslager in Chiemau. Das ist unser Zimmer. Wir haben ein Zweierzimmer mit meinem Roomie Emmy. Hi. Und das erste, was wir jeden Morgen machen, ist, dass wir so ein Messer haben für die Heart Rate. Und damit messen wir jeden Morgen, wie erholt wir sind, damit die Coaches das Training anpassen können. Zusätzlich zu der Herzvariabilität messen wir morgens auch unser Gewicht. Wir müssen uns jeden Morgen wiegen. Ich weiß nicht ganz warum, aber die Coaches werden schon wissen, wieso. Aber nicht aufs Gewicht, ne? Abgenommen. Jetzt geht's auch zum Frühstück. Guten Appetit. Alex Blog. Sag was über mich. Das ist wirklich schwer, was über Alex zu tun. Alex, meine absolute Lieblingsmitspielerin. Ja! Das hier ist der Pavillon, in dem wir alle wohnen. Haben wir viele verschiedene Zimmer und das sind die Fahrräder, mit denen wir immer zum Training fahren. Auf zum Training! Also ich bin zurzeit leider ein bisschen angeschlagen und kann deshalb nicht beim Teamtraining mitmachen. Aber deshalb hat der Physio mir gerade meinen Fuß getaped, damit ich ein bisschen individuelles Workout machen kann mit unseren lieben Jules. Schuhe anziehen. Close-up. Wir sind bereit. Ich freue mich schon auf das Riesen-Comeback von Alex Wilke. Sie macht es bereit, sodass keiner mehr stoppen kann. Außer ich. Komm, wir gehen jetzt in den Kraftraum. Hier sind wir. Komm, ich glaube. Fürs Warm-up gehen wir einmal schnell aufs Fahrrad. Ich muss erstmal nochmal nachfragen, was ich machen muss, habe alles schon wieder vergessen. Es war ziemlich anstrengend, aber we're getting there. Ein Handstand für die Community. Sie liebt die Community. Ich kann eigentlich Kopfstand, kann ich noch besser. Soll ich mal Kopfstand dir zeigen? Workout fertig, jetzt geht's auf zum Duschen und dann zum Mittagessen. Ich wünsche einen guten Appetit. Ich bin Teller geholt. Schon intens hier. Ich bin so Payback! Was finde ich schön an dir? Oh ja, ein bisschen Teambonding hier. Jeder sagt was Nettes. Deine Augen. Du hast schöne Augen. Nee, Scheiße. Das ist romantisch, ne? Oder was? Willkommen zurück. Wir hatten gerade einen kleinen Cut, da wir Media Day hatten und das werdet ihr alles noch online schon eh genug sehen. Deshalb melde ich mich nach dem Media Day. Hat viel Spaß gemacht und schaut auf jeden Fall rein. Hallo Jules, sind Sie froh, dass Sie in meinem Vlog auftreten dürfen? Ja, straight. Okay. 100%. Was macht Alex Wilke zu der besten Person, die Sie kennen? Das ist aber ein bisschen lange jetzt, ich bin enttäuscht. Ich habe keinen Plan, Mann. Was denn? Was soll ich denn jetzt sagen? Und das soll mein Coach sein. Mieses Arbeitstier, 100%. Ackert richtig. Kannst mich doch sowas nicht fragen? Jawohl, jawohl. Zum Abschluss des Tages habe ich gleich noch Behandlung bei Physio Simon.
Soll ich das sagen? Mhm. Aua. Behandlung ist jetzt durch. Es ist jetzt 12 und damit gute Nacht aus Kiembaum und tschüss. Falsch, muss mit 2. Kathi! Den hab ich eben gemacht, auch immer nicht.